Das sind 10 Lumen und das sind 150 Lumen und wieder 10 und 150. Und aus welcher Lampe das Ganze kommt, nämlich aus einer Walter-Lampe und was die kann und ob die eine Survival-Ausrüstung ist, auf die du dich verlassen kannst, ich würde sagen, das finden wir gemeinsam raus. Ja, hallo und willkommen, das ist der Reini Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. MGL300 heißt diese Type von der Firma Walter, wird mit einer AA-Batterie betrieben. Das ist, finde ich, eine sehr spannende Sache. Warum? Erstens, die AA-Batterien, also die zwei A-Batterien, sind relativ häufig recht günstig und es ist nur eine einzige nötig, um das Teil betriebsbereit zu bekommen. Und es ist in einer Survival-Situation, finde ich, praktisch, egal wie diese aussieht. Ja, ist ganz einfach so. Hat natürlich auch den Hintergrund, dass sie kleiner bleibt, dass sie kompakter bleibt. Die Walter- und Umarex-Leute sagen, dass das eine Militärlampe ist. Ich meine, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber sie ist auf jeden Fall für den Preis nicht schlecht. Was wird mitgeliefert? Ein Clip. Diesen Clip kannst du entweder auf dieser Seite hier oder auf dieser Seite montieren. Das heißt, wie es für dich besser in die Tasche oder ins Konzept passt. Hier hinten, so, jetzt warten wir, bis die Kamera ein bisschen schärfer schaltet. Da, hier hinten hast du so einen ganz typischen taktischen Ein- und Ausschalter. Bei dem ist es so, dass es auch eine Morse-Funktion gibt, dass man also nicht ganz durchdrücken muss oder eben reindrücken und die Sache ist erledigt. Da ist auf beiden Seiten Standard bei Lampen, die ein bisschen was drauf haben, dass halt nicht zufälligerweise der Schalter betätigt werden kann. Das ist gut gemacht. Es ist eine LED, ich habe keine Ahnung, schau dir das an bei den technischen Daten, mit dem will ich mich nicht aufhalten. 10 cm ungefähr lang, ein bisschen länger, 60 Gramm. Ja, also das Teil, ja, ist absolut okay. Es ist nach irgendeinem Standard, ich glaube, hier ist das IPX7, ist es wasserdicht und staubdicht, passt in die Tasmanian Tiger Medium Toolpocket rein, also jetzt so zum Beispiel, ja, da passt das gut rein, ja, kann man gut verstauen drinnen. Es wird standardmäßig keine Tasche mitgeliefert von Umarex, ist halt so. Ja, was ist die Idee hinter dem Produkt? Das ist ja auch immer die Frage, die ich mir stelle, was ist die Idee dahinter? Ist das ein EDC? Oder ist es etwas, ja, fürs Car Survival Kit, ist das was für Stromausfall oder was auch immer. Also für Stromausfall und urbanes Überleben ist das sicherlich eine gute Idee, eben aufgrund dieser einen AA-Batterie, die gut verfügbar ist. Das zweite ist EDC. Ja, EDC. Ja, warum nicht, aber dafür ist sie mir fast ein bisschen zu schwer und ein bisschen zu groß. Das ist jetzt Geschmackssache. Ich kenne viele Leute, die genau solche Lampentypen, egal von welchem Hersteller, mit draußen als EDC haben. Mir ist das ganz einfach zu schwer. Ich habe da andere im Einsatz, einfach aus dem Grund, weil ein EDC für mich ganz leicht sein muss, das darf ich eigentlich fast gar nicht spüren, denn nur dann ist es auch wirklich immer dabei und das ist ja das Wichtigste bei einem EDC, dass es wirklich E, also every, immer ist. Ja, so sehe ich das halt. Sie ist sehr robust, sie ist gut im Einsatz. Ich habe die zum Beispiel tatsächlich hier bei diesem Tasmanian Tiger bei meinem Erste-Hilfe-Pack dabei. Das ist im Basecamp bei meinen Survival-Trainings dabei. Da ist die Lampe auch mit dabei für den Notfall. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, wir müssen da jetzt in der Nacht irgendwas tun und wir brauchen eine Lampe, dann ist diese Lampe da. Es gibt eben zwei Modi. Der eine Modus ist der, ich glaube, das sind 10 Lumen, ja. Das ist der Standard. Der Standard und wenn ich mehr Gas brauche, dann kann man durch Drehen hier vorne ja auf 150 Lumen plus minus 10 oder 15%, so genau weiß das nicht. Siehst du alles in den technischen Daten. Das Licht ist sehr weiß, ist trotz alledem absolut okay und auch für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ganz einfach in Ordnung für die Lampe. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Einfach so ein kleiner Überblick, was die Lampe kann und was du davon halten kannst. Für Outdoor absolut okay. Und ist auch etwas, was in einer Survival-Kit, in einer Car-Survival-Kit man gut dazugeben kann. Wie gesagt, der Vorteil AA-Batterie und dass nur eine einzige nötig ist, wasserdicht, staubdicht, stoßfest, alles was nötig ist. Gutes Budget. Ich sage danke fürs Dabeisein, wenn dir das Video gefallen hat. Vielleicht ein Daumen nach oben. Wenn du öfter was von mir sehen willst, Reviews zu Produkten, ja, dann vielleicht ein Abo. Ich sage danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.